Nachdem ich schon im dritten Kursteil darauf hingewiesen habe, dass die Translationsbibliothek von Modelica nicht allzu viele Bauteile enthält, möchte ich hier ein weiteres Bauteil einführen, nämlich die Reibfeder, eine Feder, bei der die innere Reibung linear mit der Federkraft wächst. Ich zeige aber noch einmal die Vorstellung aus der Systemphysik zur Translationsmechanik. Wir haben hier einen auflaufenden Wagen, den Hammerwagen, der fährt mit einer bestimmten Geschwindigkeit gegen den Ambosswagen. Der Hammerwagen ist beladen mit einer Last von 15 Tonnen. Beim Aufprall, also wenn sich die Pufferteller berühren, fließt der Impuls aus diesem System weg durch die Puffer, teilweise in dieses System, also in den Ambosswagen hinein, teilweise an die Schienen weg. Das heißt, im Endeffekt, weil dieser Wagen gebremst ist, fließt der gesamte Impuls an die Erde weg. Um von diesem Impuls und diesem Impulsstrom reden zu können, brauche ich eine positive Bezugsrichtung, nämlich in Richtung der Anfangsgeschwindigkeit. Dann kann ich das nämlich grafisch darstellen und sagen, während des Stoßes fließt der Impuls aus diesen Zonen über die Puffer in den Ambosswagen und dann teilweise sofort an die Erde weg und am Schluss fließt alles an die Erde weg. Wenn ich diese Impulsstromvorstellung einmal begriffen habe, dann kann man einfach sauber und klar Kräfte einführen. Dazu schneide ich mal die Last frei. Da gibt es zwei Kräfte in vertikaler Richtung, die haben nichts mit diesem Impuls zu tun, die haben etwas mit dem Z-Impuls zu tun. Aber der abfließende Impulsstrom, der führt dann zu dieser Reibkraft. Und zwar wird die Stärke des abfließenden Impulsstromes als negativ gerichteter Kraftpfeil dargestellt. Das ist der eindeutige Zusammenhang zwischen Impulsstromstärke und Kraft. Wenn man jetzt den Wagen freischneidet, dann hat man wieder Vertikalkräfte, die jetzt nicht interessieren, aber man hat eine horizontal gerichtete positive Kraft. Das ist dann die Reibkraft auf den Wagen. Diese beiden Reibkräfte FR1, rot und grün, bilden ein Aktio-Gleich-Reaktio-Paar im Sinne von Newton. Nämlich das dritte Newtonsche Axiom besagt nur, wenn der Impuls zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Stärke aus einem Körper rausfließt, dann fließt er zum gleichen Zeitpunkt mit der gleichen Stärke in den anderen Körper hinein. Das ist ja logisch. Dann der Abfluss des Impulses durch die Puffer ergibt eine negativ gerichtete Pufferkraft. Ich könnte jetzt hier noch den dritten Wagen zeichnen, aber lassen wir das mal sein. Neben dem Impulsstrombild und dem Kraftbild gibt es in der Systemphysik noch das Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild erscheint der Impuls als Flüssigkeit, die Erde als riesiger Speicher für Impuls. Dann ist jeder Körper ein zylinderförmiger Topf, wobei der Querschnitt der Masse entspricht. Die Füllhöhe ist dann die aktuelle Geschwindigkeit und der Impulsstrom, der bleibt natürlich ein Strom. Das heißt, es gibt hier einfach einen Flüssigkeitsstrom. Wenn der Impuls berg hinunter fällt, dann setzt er Energie frei. Damit der Berg hinaufgeht, muss man ihm Energie zuführen. Ich habe das Bild ja schon mal erklärt. Ich habe auch schon mehrere Videos zu diesen Bildern gemacht. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass man mit diesen Bildern hier eine klare Vorstellung von Mechanik sich erwerben kann und dass man dann auch effizient modellieren kann. Gehen wir jetzt über zum Reibfedermodell. Ich habe hier ein Bild von einer solchen Reibfeder der Marke Ringfeder. Das ist die weit verbreiteste Pufferfeder in Europa. Diese Feder hat folgendes Kraft-Verformungsverhalten, also hier die Kraftachse, hier die Verformungsachse. Dann beim Einfahren hat man eine steile Kurve, also eine harte Feder, und beim Auseinanderfahren hat man dann eine flache Kurve, also eine weiche Feder. Das Verhältnis Einfahren zu Ausfahren ist typischerweise 3:1. Dann ist die Fläche unter der Kurve die Energie, das heißt, beim Zusammenfahren entspricht diese Fläche hier der aufzuwendenden Arbeit.
Beim Auseinanderfahren entspricht dann diese Fläche der Energie, die wieder aus den Puffern zurückkommt. Dass zwei Drittel der Energie drin bleibt, das ist erwünscht. Das ist also ein inelastischer Stoß, wobei zwei Drittel der Energie, der Stoßenergie, dissipiert werden. Nun zum Modell. Ich habe das schon mal gezeigt. Wir machen das ein Modell Reibfederpuffer und dazu übernehmen wir das Teilmodell Partial Compliant. Weil dieses Modell außerhalb der Modelica-Bibliothek ist, muss ich da die ganze Hierarchie aufzählen. Also Modelica, Mechanics, Translational Interfaces und dann eben Partial Compliant. Zeig mal, wie dieses Teilmodell aussieht. Das hat also einen Flange A, einen Flange B. Dort werden die Fluss- und Potentialgrößen definiert. Dann gibt es eine Distanz, nämlich die Relativdistanz zwischen den beiden Flanschen, am Anfang 0. Und es gibt eine interne Kraft, also eben eine Impulsstromstärke. Dann wird S relativ in den Gleichungen wie folgt definiert. Man nimmt die Position von Flange B und zählt Position von Flange A ab. Die interne Kraft entspricht dann der Kraft beim Flange B. Die gleiche Kraft ist dann minus die Kraft beim Flange A. Das hier garantiert die Impulserhaltung oder eben die Statik, wenn man so will. Gehen wir wieder zurück zum Reibfederpuffermodell. Man führt da also eine Relativgeschwindigkeit ein und zwar ist das eine Realzahl mit Einheiten. Deshalb schreibe ich hier Modelica SI Units Velocity. Das hat also die Einheit Meter pro Sekunde. Dann führe ich eine Federkonstante ein, auch mit SI-Einheiten, C. Der Minimalwert Final, Minimum gleich 0 heißt, der Minimalwert darf nicht unter 0 sinken. Noch ein Startwert eingegeben, einfach defaultmäßig. Dann gibt es eine Relativdistanz für die unverformte Feder. Und es gibt eine relative Federkonstante, eben um diese Veränderung zu beschreiben, von 50%, also 0,5. Die Gleichungen, da sagt die erste Gleichung, dass die Geschwindigkeit der Ableitung der Distanz zwischen den Flanschen nach der Zeit entspricht. Und hier wird dann die Federkraft mit dem Federgesetz verbunden. Das heißt, wenn S relativ kleiner, S relativ 0 ist, das ist die Nulllänge, und S relativ ist dann die Verformung. Und gleichzeitig auch V relativ 0 ist, dann gilt diese Gesetzmäßigkeit, nämlich Federkonstante um 50% vergrößert mal S relativ minus S relativ 0. Wenn dann immer noch S relativ kleiner, S relativ 0 ist und die Geschwindigkeit aber positiv, dann gilt eine neue Federkonstante, die jetzt nur noch 50% vom C-Wert ist, mal die Verformung. Man sieht hier, ich habe ein bisschen Mühe mit diesen Vorzeichen. Das kommt daher, dass diese Vorzeichen in der Mechanikbibliothek anders herum definiert sind als zum Beispiel in der Elektrobibliothek. Das heißt, eine Verformung im Sinne von Zusammendrücken wird hier als negativ angesehen. Das geht mir natürlich ein bisschen gegen den Strich. Diese Feder, die habe ich ausgetestet, die funktioniert nicht sehr gut, wenn man sie in Kombination verwendet mit dem Trockenreibungsgesetz. Deshalb habe ich dann hier ein neues Modell gemacht. Beim neuen Modell ist ziemlich viel gleich geblieben, also ich übernehme Partial Compliant, ich habe eine Relativgeschwindigkeit, ich habe eine Federkonstante, aber die maximale relative Änderung der Federkonstante heißt jetzt dc max und ich führe eine Parametrisierungsvariable rs ein, wie bei der Trockenreibung, und dc ist jetzt nicht mehr die maximale relative Änderung der Federkonstante, sondern die aktuelle. Das ist jetzt eine Variable. Dann hier die Zustände vor, rück und still. Also vorwärts einfahrender Puffer, rückwärts ausfahrender Puffer und still heißt Stillstand der Puffer. Denen ordne ich eine Zahl zu, die ich dann dem Integer-Mode zuordne. Dann noch eine Hilfsgröße, eine sehr kleine Hilfsgröße, KV,
wie bei der Trockenreibung. Dann sage ich, die Relativgeschwindigkeit ist gleich der Ableitung der Distanz nach der Zeit. Ich ordne der Variable Mod jetzt drei Zustände zu, nämlich wenn RS, diese Parametrisierungsvariable, kleiner ist als minus dc max, dann habe ich Vorwärtszustand. Wenn sie größer ist als dc max, dann habe ich Rückwärtszustand und dazwischen habe ich Stillstand. Die Relativgeschwindigkeit, also wenn vorwärts gilt, dann ist RS plus dc max gleich v relativ. Wenn der Rückwärtsmod gilt, dann ist RS minus dc max gleich v relativ. Und sonst könnte ich hier 0 schreiben, aber das ist eben nicht stabil, deshalb schreibe ich einfach RS, das ist diese Hilfsvariable, mal dieser ganz kleine Hilfsparameter. Die relative Änderung der Federkonstante ist dann entweder dc max oder minus dc max, vorwärts und rückwärts, oder eben sonst RS. Das heißt, diese Beschreibung hier ist einfach verständlich. Diese Beschreibung ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Vor allem habe ich eben, wenn hier RS gilt, dann gilt hier RS mal KV. Das gibt dann einen kleinen Schlupf, der mir eben dann die Stabilität des Modells erhöht. Dann kommt das eigentliche Federgesetz. Wenn die Verformung negativ ist, das heißt die Puffer zusammengedrückt sind, dann gilt Federkonstante mal 1 plus Relativänderung der Federkonstante. Und das Ganze wäre dann die aktuelle Federkonstante mal die aktuelle Verformung. S relativ 0 habe ich hier rausgehauen, weil das stört eigentlich nur. Wenn S relativ größer 0 ist, dann fahren die Puffer auseinander, dann gibt es keine Pufferkraft. Soweit zur Modellierung. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich dieses Modell bewährt. Ich habe jetzt hier dieses Modell aufgebaut. Ich habe es schon mal gezeigt gehabt. Damals hatte ich einfach zu wenige Elemente. Ich habe hier eine Masse, die nenne ich Last. Ich habe hier eine Masse, die nenne ich Wagen. Und ich habe hier eine Masse, die nenne ich Wagen 2. Dann mache ich hier eine Trockenreibung gegen Boden. Hier mache ich eine Trockenreibung zwischen Last und Wagen 1. Und hier mache ich diesen Reibfederpuffer. Was ich nicht gezeigt habe, ist, wie man solche Skizzen erstellt, aber das werde ich dann mal übersichtsmäßig darstellen. Zur Parametrisierung, also hier habe ich 15 Tonnen, 15 Tonnen und hier habe ich 80 Tonnen und da habe ich Anfangsgeschwindigkeit gleichgesetzt und bei der Trockenreibung habe ich eine Reibkraft von 60 kN als Gleitreibung und eine maximal mögliche Haftreibung von 66 kN. Bei der anderen Trockenreibung, beim schweren Wagen, habe ich eine Gleitreibungskraft von 90 kN und eine maximal mögliche Haftreibungskraft von 99 kN, also 10% mehr. Das Trockenreibungsmodell habe ich in der letzten Lektion vorgestellt. Gehen wir über zur Simulation. Sie sehen hier das Geschwindigkeits-Zeitverhalten in 1,5 Sekunden. Die rote Kurve ist der leichte Wagen und die blaue Kurve ist die Last. Die grüne Kurve ist dann der Amboss-Wagen oder der schwere Wagen. Jetzt, wenn die Puffer aufeinandertreffen, werden die Beschleunigungen so groß beim leichten Wagen, dass sich die Last löst und gleitet. Das führt dazu, dass der leichte Wagen sogar zurückgeworfen wird, eine negative Geschwindigkeit bekommt. Weil dann aber der Impulsnachschub von der Last eben anhält, wird die Geschwindigkeit wieder größer, wieder positiv. In der Zwischenzeit wird der schwere Wagen, der vorwärts geworfen wurde im Stoßprozess, abgebremst, steht dann still und dann fährt der leichte Wagen noch einmal hinein und hier sieht man, wie sich dann eben die Last wieder löst und wie nochmal Rutschen einsetzt.
Hier sehen Sie die Reibungskraft in Funktion der Zeit. Das ist die erste Reibungsphase zwischen Last und leichtem Wagen. Dann sind die ein Stück weit zusammen, fahren mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts und dann kommt die zweite Belastungsphase. Wenn ich jetzt noch die Reibung Wagen 2 gegen Schiene dazu nehme, dann sieht man, dass man hier die Gleitreibungsphase hat. Immer am Schluss gibt es dann noch eine Kraftüberhöhung in Richtung Haftreibung. Dann hier Stillstand, kommt der zweite Schlag und dann hat man hier wieder eine Gleitphase. Und hier sieht man, wie eben die Gleitreibungskraft zusammenfällt und nur noch den Impuls durchlässt, der von den Puffern her zufließt. Hier übrigens auch, von der Last her fließt eben genauso viel Impuls zu, wie dann über die Puffer weggeht, also anteilsmäßig. Hier noch das Krafthubdiagramm, hier das Zusammenfahren, dann das Auseinanderfahren und dann hier der zweite Schlag, der kleine Schlag, der hier erfolgt. Also was mich ein bisschen stört, ist diese umgekehrte Definition der Vorzeichen. In meiner Bibliothek du Morail habe ich eben dann alles so gemacht, dass es kompatibel ist mit dem Impulsstromdenken, sonst wäre ich dann rasch mal überfordert. Nun, ich habe jetzt ein paar Dinge gezeigt, wie man Einzelmodelle machen kann in der Mechanik. Und ich denke, wenn man das als zusätzliche Fähigkeit mitnimmt, dann kann man ziemlich viel anfangen mit Translationsmechanik und Modellika.